Hallo liebe Leute, ihr kennt das vielleicht. Ihr habt mit näheren Verwandten oder Bekannten diskutiert und seid danach relativ entsetzt. Vorhin habe ich einen Kommentar gelesen, der mich bewegt hat und der mir auch im Kopf herumgegangen ist. Langnasenaffe, so nennt er sich bei YouTube, erzählt, wie er mit seinem Onkel diskutiert, wie sie auf das Thema AfD gekommen sind und wie dieser Onkel dann, nicht wissend, dass Langnasenaffe sich für die AfD engagiert, wie dieser Onkel dann sagt, er würde jeden AfDler auf der Straße erschießen. Und dann antwortet Langnasenaffe und sagt, ja, dann müsstest du mich erschießen. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Stelle. Langnasenaffe fragt seinen Onkel, ob er AfDler kennt. Darauf antwortet der Onkel, er könnte ja Politiker wie Höcke nicht interviewen. Langnasenaffe lässt nicht locker und fragt, ob er sich überhaupt mit irgendeinem AfDler schon unterhalten hat. Und dann sagt der Onkel nein, es wäre sowieso klar, dass die AfDler so sind und er wolle sich auch mit ihnen gar nicht unterhalten. Die ganzen Experten könnten sich ja nicht irren. Er ist aber kein Stück abgewichen von seiner Linie. Und an diesem Punkt muss man sich dann leider eingestehen, tja, welchen Charakter dieser Nahestehende hat. Dieser Onkel vom Langnasenaffe, wenn es ein Missverständnis wäre, wenn er tatsächlich aufgehetzt wäre durch die Medien, dann würde er sein Bild korrigieren wollen. Dann würde er sagen, oh, das tut mir ja leid, ist das ganz anders? Dann muss ich mir das ja mal anschauen. Aber offensichtlich sieht man ja, dass es bei ihm nicht so ist. Er probiert sich dann irgendwie rauszureden, das wissen sind ja alle, und dann hat Langnasenaffe dann erzählt, er hat auch noch probiert, mit ihm zu diskutieren, aber der redet dann einfach nicht mehr mit ihm. Und das ist für mich ein ganz klares Indiz, dass dieser Onkel, der ahnt, dass die AfD, dass es die Guten sind, der ahnt das. Und er nimmt die Medien als Alibi für Hetze. Und so ist es, denke ich, bei ganz vielen. Wenn es nicht so wäre, dann müsste er irgendwie zurückrudern oder sich interessieren. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist irgendwie der Stolz. Aber wieso lässt man sich dann überhaupt zu so einer extremen Aussage hinreißen, wenn man die Leute noch nicht mal gehört hat? Ich kann mir gut vorstellen, dass man eine Meinung hat, zum Beispiel mit dem Treibhauseffekt, wenn man daran glaubt oder man sich nicht ganz sicher ist, dann ändert das die politische Einstellung. Aber dass man so weit geht, dass man jemanden erschießen will und vor allen Dingen mit der Maaßen-Geschichte, mit der Hetzjagdlüge von Chemnitz und dem Ganzen so ein bisschen skeptisch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man nicht zumindest ein bisschen skeptisch ist. Oder wenn man in Talkshows sieht, es geht 6 gegen 1, Weidel streitet ab, dass sie ein Nazi ist. Und die AfDler streiten es alle ab. Da muss man eigentlich ein bisschen neugierig sein. Oder da muss man dann im Zweifel zurückrudern. Das heißt, hier haben wir es wie mit einem, ja, man kann es vergleichen mit einem Menschen zu tun, der beim Klauen erwischt wurde. Wie kann man diese Leute zur Umkehr bringen? Ich glaube, der einzige Weg, der funktioniert, ist, dass man diesen Leuten zeigt, dass man sie durchschaut hat und dass man ihnen Verachtung entgegenbringt. Also auf keinen Fall nett sein. Warum wirkt das? Sie haben dann den klaren Zusammenhang ihrer Handlung. Sie betreiben die und die Handlung. Leute hassen sie dafür. Angenommen, jetzt würden wir probieren, diese Leute zu überzeugen, zu diskutieren, nein, guck, es ist doch so und so, es ist doch so und so. Dann sind sie sozusagen ihr Verbrechertum eingegangen, ihr Verbrechen oder ihre Absicht, sind sie sozusagen schon so abgebogen, sind schon in diese Verbrecherspur eingebogen und es passiert ihnen nichts. Dann redet man doch nicht mit ihnen. Sondern sie haben dafür eine Strafe verdient. Und diese Strafe ist zumindest mal Missachtung. Oder sie müssen auf jeden Fall merken, erstmal werden sie durchschaut, das nimmt der Sache ihren Reiz,
die Leute halten sich ja immer für die besonders schlauen. Das merkt man ja auch in den Nutzerkommentaren, diese ganzen Hater, wie sie immer von den AfD-Lern als Hirntote und Dummköpfe und so reden. Da merkt man ja schon, sie halten sich für schlau. Sie denken, sie verarschen die AfDler. Das heißt, die erste Demobilisierung von diesen Leuten ist erstmal ihnen zu zeigen, wir wissen, wer du bist. Wir wissen, du willst uns hier verarschen. Aber dadurch ist natürlich auch klar, dass sie es nötig haben anscheinend. Dass sie es nötig haben, so eine Verarsche zu machen. Dass sie es nötig haben, andere Menschen zu hintergehen. Dadurch stehen sie plötzlich da wie nichts. Und das heißt, der beste Konter von Langnasenaffe wäre meiner Meinung nach gewesen, wenn er gesagt hätte, ich glaube es dir nicht. Ich glaube dir nicht, dass du das glaubst. Das klingt erstmal harmlos. Aber das trifft, denke ich, das trifft extrem hart. Weil dadurch bringt man natürlich zum Ausdruck, was man von ihm hält. Dadurch ist plötzlich das Framing ganz klar. Du bist ein Täuscher, ein Lügner, ein Feigling, ein Widerling. Das sagt man alles damit, wenn man diesen Leuten sagt, dass man ihnen es nicht glaubt. Dass man das, wie sie argumentieren, dass sie ein Spiel spielen, das zeigt man ihnen. Und wenn sie das merken, wenn sie das von vielen Leuten merken, dann hat das Spiel keinen Reiz. Das ist wie wenn man ein Verbrechen begehen will und es gibt eine Alarmanlage oder sie verbrennen sich die Finger am Herd. Dann macht es keinen Spaß. Dann ist der Reiz weg. Reizvoll ist es ja dann, wenn sie in einem Club sind, wenn sie sich wie in einer Verschwörung fühlen. Sie wissen was. Sie wissen alles, was abgeht und die anderen wissen es nicht. Und dann feixen sie und denken, jetzt verarsche ich dich so richtig und was bist du für ein Trottel und ich bin ja so viel schlauer, ich bin so viel mächtiger als du. Und das nimmt man diesen Leuten, wenn man ihnen zeigt, ich glaub's dir nicht. Und allein das bringt sie dann vielleicht zur Umkehr. Dass sie dann von sich aus sich entschuldigen. Mit irgendwelchen Argumenten zu kommen, klar, natürlich kann man sie in die Enge treiben. Aber dieses Argumentieren sollte man nicht machen, um zu denken, dass sie das zur Umkehr bewegt. Meistens kennen die Leute die Argumente schon. Also wenn man Argumente bringt, dann müssen es auf jeden Fall Fakten und Tatsachen sein, die diese Leute noch nicht kennen und man sicher weiß, dass sie sie noch nicht kennen. Und normalerweise wissen die Leute relativ gut Bescheid. Auch wenn sie kein YouTube gucken. Also man muss ihnen die Informationen geben, die man nur durch YouTube kennt. Ja, ich denke, wenn das auch nicht hilft, dann muss man die Realität akzeptieren. Und dann ist es, denke ich, besser, man kann das mit erhobenem Haupt machen, als wenn man diesen Leuten hinterherkriecht, die einen eigentlich peinigen. Weil im Grunde, Langnasenaffe hat das ja ausgedrückt, diese Leute, er würde ja ihn erschießen. Und wieso soll er ihm, seinem Onkel hinterherkriechen, wenn er ihn erschießen will? Etwas merkwürdig von diesem Onkel fand ich auch, dass er früher SPD-Wähler war. SPD-Wähler sind mir grundsätzlich so suspekt. Auch schon viel früher, als es noch kein YouTube gab. Grünen und SPD-Wähler waren mir immer suspekt. Das ist irgendwie immer merkwürdig. Sie haben sich einfach auch schon am Ende der Ära Kohl, da haben sie sich auch schon seltsam verhalten. Ich fand sie immer irgendwie seltsam. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.